Hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem neuen YouTube-Kanal Tischtennis Trainingstipps. Ich bin der Björn. Machen wir weiter. Okay, oh, sorry. Das ist der Christian und ich bin der Björn, ja? Wir beide sind Brüder und werden diesen Kanal zusammen machen. Und genau, ich denke, Tischtennis ist eine sehr komplexe Sportart. Deswegen wollte ich euch einen Kanal machen, weil ich früher wirklich nicht so viel davon verstanden habe, bevor ich mich richtig damit beschäftigt habe, obwohl ich schon ganz gut gespielt habe. Aber und noch kein Trainer warst. Genau, ja, als wir Trainer angefangen haben, haben wir halt gedacht, okay, das Wissen weiterzugeben, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und es gibt ja auch schon ein paar YouTube-Channel zum Thema Tischtennis, aber wir wollen das Ganze noch ergänzen. Und ich denke, Tischtennis ist sehr, sehr vielseitig, da kann man auf jeden Fall gut was dazu machen. Und wir wollen zukünftig immer ein Video in der Woche hochladen rund ums Thema Tischtennis. Und genau, Christian fängt jetzt mal damit an, warum Tischtennis denn so eine komplette Sportart ist. Ja, als erstes führe ich mal den Fakt auf, dass sich bei Tischtennis, wie die meisten Spieler schon wissen, um die schnellste Rückschlagsportart der Welt handelt. Das kommt dadurch zustande, dass die Spielfläche, also der Tisch, so klein ist und man eben von der Reaktion kaum Zeit hat und deswegen viel antizipieren muss, was der Gegner eben macht und wo der Ball dementsprechend hinkommt. Die Wahrnehmung ist ganz entscheidend, dass man auch gut wahrnehmen kann, okay, wenn ich jetzt so ein kleines Stück mich vertue und schlage vielleicht schon am Ball vorbei oder treffe den Ball nicht optimal am Schläger und treffe ihn vielleicht am Finger oder zu weit hier oben. Und ja, da entscheiden wirklich so Kleinigkeiten, dass das Ganze wirklich sehr komplex ist. Und ich mache es immer mal weiter mit dem zweiten Punkt, den wir aufführen wollen, nämlich der Rotation. Ich denke, das ist vielleicht sogar das Besonderste am Tischtennis, weil der kleine Ball sich nämlich unheimlich viel drehen kann. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, bevor man Matisch selber gespielt hat. Und hinzu kommt noch in verschiedene Richtungen. Also immer wenn mal jemand Neues in der Halle da ist, der nie gespielt hat, kann ich dem das mal ein bisschen zeigen. Sag so, jetzt fliegt der Ball nach rechts, jetzt fliegt der Ball nach links, jetzt geht der Ball ins Netz, jetzt springt der Ball nach oben. Und ich denke, die Rotation ist wirklich ja, nach oben hin nochmal was ganz anderes. Da geht es vielleicht einem durchschnittlichen Spieler gegen einen Bundesliga-Akteur, genauso wie dem Anfänger gegen den durchschnittlichen Spieler, sodass der auch erstmal keinen Aufschlag und keinen Topspin auf den Tisch zurückbringen könnte. Und genau, das ist wirklich eine unglaubliche Sache, die man wirklich mal richtig begreifen sollte. Wann dreht sich der Ball wie viel und wie bekomme ich die Rotation in den Ball rein und. Und genau, dann macht der Christian mit dem dritten Punkt weiter, nämlich der Vielseitigkeit unserer Sportart. Ja, die eben dadurch zustande kommt, dass eben anders als auch in anderen Rückschlagsportarten unterschiedliche Materialien verwendet werden können. Was eben unterschiedliche Spielsysteme hervorbringt, nämlich jetzt nicht nur Angriff, sondern eben auch wirklich Abwehr und dann eben zum Beispiel lange Noppen, die gut fürs Halbdistanzspiel weit weg vom Tisch gemacht sind, wo man da gut spielen kann, auch lange Noppen, wo man gut am Tisch spielen kann, kurze Noppen, griffige Beläge, da gibt es wirklich so viele verschiedene Spielsysteme, Penholder, wo man Schläger hält mit einem Stift, Shakehand, was die meisten Europäer spielen, Linkshänder, Rechtshänder, Spieler, die verschieden groß und verschieden klein sind und das macht das Ganze wirklich zu einer sehr verrückten, vielseitigen Sportart, die man wirklich erstmal durchschauen muss, wo man sich mal mit befassen muss und wo man immer was dazulernen kann. Also wir beide haben natürlich auch noch nicht ausgelernt und wollen in Zukunft noch dazulernen, weil Tischtennis wirklich immer neue Sachen zum Vorschein bringt. Die Sportart entwickelt sich auch weiter. Wenn man sich mal anschaut, in den letzten 20 Jahren so, da ist das Ganze sehr viel athletischer geworden. Und dann wollen wir halt Videos machen zum Themen wie Athletik, Taktik, Technik, Training an sich einfach. Aber auch mentales Training. Genau. Mental, genau, ebenfalls sehr wichtig zu trainieren, was viele vielleicht nicht so wissen und viele andere vielleicht vergessen. Und genau, da wollen wir euch helfen, mit diesen Videos vielleicht auch den nächsten Schritt im Tischtennis machen zu können. Und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Dankeschön.